Ein geheimes Band, das uns mit den Gestalten der Renaissance verknüpft, sind diese Verhaltensregeln, die damals erfunden wurden und nach denen wir uns heute noch richten. Das alte Florenz scheint uns ganz nahe und gegenwärtig zu sein. Doch die Lebensbedingungen in der Stadt zur Zeit der Renaissance sind uns fremd. Sie waren für unsere Verhältnisse unvorstellbar primitiv. Trotzdem gilt Florenz insgeheim vielen von uns als Traumstadt der eigenen Sehnsüchte. Historisch gesehen umfasst die Renaissance in Florenz nach der Meinung heutiger Wissenschaftler einen Zeitraum von 200 bis 300 Jahren. Denn schon vor dem 14. Jahrhundert fingen die Menschen an, sich den neuen Denken zu öffnen. Der Glockenturm des Doms, Giotto's Campanile, wurde beispielsweise mitten in der Hochgotik begonnen. Als die Zunft der Mercanti di Calimala, der Florentiner Großkaufleute, den Dombau in Auftrag gab, wollte sie für sich und für Florenz die größte und schönste Kirche der Toskana errichten. Ein anspruchsvolles Unterfangen. Nach 150 Jahren Bauzeit war der riesige Kirchenbau noch immer nicht fertig. Die gewaltige Kuppel fehlte noch. Welcher Architekt würde fähig sein, diese Spannweite sicher zu überbrücken? Und wer würde fähig sein, sie so prächtig zu gestalten, dass sie den Ansprüchen der verwöhnten Kaufleute genügen würde? Gegenüber dem Dom liegt das mittelalterliche Baptisterium. Die Renaissance-Architekten hielten es fälschlicherweise für ein antikes Bauwerk, das für sie den Geist des mächtigen Römischen Reiches verkörperte. Es diente ihnen als Vorbild, das sie genau studierten und das sie zu ihren eigenen Bauten inspirierte. Die Osttür des Baptisteriums entwarf der Goldschmied Ghiberti. Die Zunft der Wollweber und Seidenhändler stiftete sie. Ghiberti hatte die revolutionäre Idee, seinen Reliefs räumliche Tiefe zu verleihen. Ich wollte die näher stehenden Figuren größer und die entfernteren kleiner erscheinen lassen, so wie es die Wirklichkeit zeigt. Die Gesetze der Perspektive hatte sein Kollege Brunelleschi entdeckt. Dieser hatte den Wettbewerb um den Auftrag der Türen verloren, weil seine Reliefs teurer gewesen wären. Händler rechnen eben. Noch heute sind die Florentiner für ihre sprichwörtliche Sparsamkeit bekannt. Erst die perspektivische Darstellung ermöglichte es, in den Relieffeldern eine zeitliche Abfolge der Geschichte zu erzählen. Ihre Aussagen waren so für die ungebildeten Gläubigen leichter nachvollziehbar. Die Türen machten Furore. Vom erzählerischen Programm her waren sie für das weniger wichtige Nordportal der Taufkirche gedacht. Als jedoch die Auftraggeber vor dem Meisterwerk standen, beschlossen sie, die Türen an der prominenten Ostseite anzubringen, wo traditionsgemäß die Christusgeschichte ihren Platz hatte. Die Kunst hatte sich von den Regeln der Theologie emanzipiert. Der Baumeister Brunelleschi gewann nach langem Hin und Her den Wettbewerb für den Bau der Domkuppel. Auch hier gaben die Kosten den Ausschlag. Der Architekt hatte die kühne Idee, die Kuppel freitragend aus Ziegeln aufzumauern, mit einem Gerüst, das Stück für Stück mit dem Bau emporwuchs und in den Kuppelwänden verankert wurde. Diese Konstruktion gibt den Bauforschern seit Jahrhunderten Rätsel auf. Ein zeitgenössisches Gutachten qualifizierte Brunelleschi sogar als Phantast ohne jede Vernunft ab. Tatsächlich fand er die geniale Lösung der ungeheuren statischen Probleme.
Mit ihrer bis dahin nicht gekannten Spannweite von fast 42 Metern wurde die Kuppel das weithin sichtbare Zeichen für die Größe, Macht und Schönheit der Stadt, ihr Höhepunkt. Den Aufbau der krönenden Laterne erlebte Brunelleschi nicht mehr. Er starb einige Jahre, bevor sein Meisterwerk vollendet war. Das Geheimnis der Kuppelkonstruktion hat er mit ins Grab genommen. Und bis heute streiten sich die Experten darüber. Mit wenigen Schnüren gelang es Brunelleschi, die Neigung der Mauern so genau zu bestimmen, dass die Schalen der Kuppelwände auch wirklich oben im Zentrum genau aufeinander trafen. Das hat jetzt, nach jahrzehntelanger Forschung, der Florentiner Architekt Massimo Ricci herausgefunden. Und er ist sich sicher, damit alle Rätsel der Kuppel gelöst zu haben. Brunelleschis neuartige Idee war eine doppelschalige Konstruktion, die im Fischgrätmuster aufgemauert und durch innere und äußere Rippen verstärkt wurde. Hochkant gemauerte Ziegel zeigten den Maurern die richtige Neigung der Wand. Mit seinen Studenten baut Ricci mit den gleichen Hilfsmitteln wie Brunelleschi eine verkleinerte Domkuppel nach. Der Architekt ist von seiner Arbeit so besessen, wie es sein Vorbild, der Renaissance-Künstler Brunelleschi, selbst gewesen sein muss. Er empfindet sich als Genie. Offensichtlich hat er etwas vom Geist der Renaissance im Blut. Der Kuppelnachbau im Verhältnis 1 zu 5 in einem Florentiner Park hat in der Fachwelt so großes Aufsehen erregt, dass Ricci in Amerika die Domkuppel in Originalgröße nachbauen soll. Sie wird ein Schulungs- und Kongresszentrum der Ziegelindustrie beherbergen. Die Bautechnik der Domkuppel war neu. So etwas hatte es nie zuvor gegeben. Die Renaissance war also mehr als nur eine Wiedergeburt der Antike. Persönlicher Wagemut, unbeirrbarer Glaube an die eigenen Fähigkeiten und hoher technischer Verstand prägten ihre Menschen. Eigenschaften, die auf der Werteskala unserer modernen Zivilisation ganz oben stehen. Brunelleschi entwarf auch die alte Sakristei von San Lorenzo. Sie ist dem römischen Pantheon nachempfunden, das er genau studiert hatte. Er orientierte sich an dessen Proportionen und folgte der antiken Harmonielehre. Diese Vorbilder hat er jedoch mit eigenen Ideen verbunden. Ein Zeitgenosse notierte während der Bauarbeiten, aufgrund ihrer neuen Form und ihrer Schönheit versetzte sie jedermann, Bürger oder Fremde, in Erstaunen. Und andauernd strömten Menschen herbei, die alle, die daran arbeiteten, sehr störten. Die Renaissance war das Zeitalter herausragender Künstlerpersönlichkeiten. Namen wie Michelangelo oder Leonardo da Vinci, Ghirlandaio oder Botticelli, Masaccio oder Donatello sind eng mit Florenz verbunden. Giuliano Vangi ist ein toskanischer Künstler unserer Zeit. Auch er sucht Bezüge zur überlieferten Formensprache, zur traditionellen Kunst, ähnlich wie die Künstler der Renaissance. Bildhauer der Renaissance wie Donatello oder Michelangelo orientierten sich stark an antiken Vorbildern. Entscheidend für ihre Werke war aber immer ihre persönliche Note, ihre Interpretation des Themas.
Sie wussten um den Wert ihrer Arbeit und begannen, sie selbstbewusst mit ihren Namen zu versehen. Vom großen Können der Renaissance-Bildhauer zeugt die Geschichte von einer Statue Michelangelos, die so echt antik wirkte, dass ein geschickter Kunsthändler sie teuer als antikes Original verkaufen konnte. Der Betrug flog erst viele Jahre später auf. Der Florentiner Künstlerbiograf Vasari berichtet über seinen Lehrer Michelangelo: Man erkannte eben, dass die drei Zweige der bildenden Kunst in ihm zu solcher Vollkommenheit gediehen waren, wie sie weder bei den alten noch bei neueren Meistern zu finden ist, und Gott sie keinem außer ihm verliehen hat. Seine Fantasie war derart gewaltig, dass seine Hände die großen und schrecklichen Ideen, die sich seinem Geist darstellten, nicht auszuführen vermochten, sodass er oft die begonnene Arbeit stehen ließ oder verdarb. Die Künstler der Renaissance studierten die Natur und die Anatomie des Menschen bis ins letzte Detail. Als Michelangelos Davidstatue fast fertig war, fand der Auftraggeber Piero Soderini, die Nase sei zu groß geraten. Wortlos stieg Michelangelo auf die Leiter, nahm einen Meißel und etwas Marmorstaub und tat so, als würde er an der Nase herumklopfen und ließ dabei den Staub aus der Hand rieseln. Piero Soderini war es zufrieden. Jetzt gefällt sie mir besser. Ihr habt ihr Leben gegeben. Dieses Werk zieht den Betrachter in seinen Bann. Heerscharen von Experten aus der ganzen Welt bieten heute ihren Sachverstand auf, um die Aussageabsichten des Künstlers zu klären, das Werk zu interpretieren. Michelangelo's fame was immortal. What he'd done here was something that no other artist, even Donatello, had achieved. And so it was a tremendous spur to the other sculptors in Florence and the other painters. Raphael was very taken with this and drew it. And one of the big problems with dealing with a sculpture of this kind is the optical problem. Die Künstler selbst sahen das viel einfacher. Für Michelangelo beispielsweise war alles schon im Marmorblock enthalten. Er hatte nur das Überflüssige drumherum wegzuschlagen. Michelangelo hat seinen David so gearbeitet, dass er von unten betrachtet die richtigen Proportionen hat. Denn die kolossale Statue sollte ursprünglich einen Chorstrebepfeiler des Doms krönen. Eine schwierige Aufgabe der Perspektive. Diese Probleme beschäftigten